plötzlich am ganzen Körper gelähmt. So schlimm waren die Anfälle noch nie. Und es ist völlig unklar, was dahinter steckt. Im Sommer 2019 weiß Simone Schilling nicht mehr weiter. Wie soll sie den Haushalt mit 3 Kindern nur schaffen, wenn ihr Körper nicht mehr mitspielt? Es ist, als würde ihr das ganze Leben entgleiten. Frau Schilling kam relativ verzweifelt und sagte, ich kann gar nichts mehr. Ich würde gern was mit meinen Kindern machen, ich würde gern was zu Hause machen. Aber ich kann mich einfach nicht bewegen und war da sehr bedrückt. Nicht so fit zu sein wie die anderen, damit lebt sie schon seit frühester Kindheit. Schon die 7-Jährige kann beim Toben nicht mithalten. Für Tannenzapfenschlachten fehlt ihr die Kraft. Ich habe mir das auch immer genau zeigen lassen, wie das geht, weil ich es unbedingt wissen wollte, wie man es so schafft, dass man so weit wirft. Und ja, so nach dem 2., 3. Wurf lag der dann immer direkt, ist der direkt vor meinen Füßen gelandet. Und ich konnte es mir immer nicht erklären. Hinterher ist sie jedes Mal erschöpft und todmüde. Eine zarte Gesundheit. Ihre Familie ist daran gewöhnt. Muss ja nicht jedes Kind im Wald herumtoben. Ich glaube, dass man das nicht groß hinterfragt hat, wie ich war. Aber das, dass man so liebevoll Träumerle genannt hat. Also es wurde schon so ein bisschen liebevoll belächelt. Auch als Teenager ist sie häufig krank, anfällig für Infekte und oft bei Kinderärzten. Nach der Schule will sie Musiktherapeutin werden. Auch dieser Plan droht an ihrer Gesundheit zu scheitern. Aber Simone will das unbedingt durchziehen, geht nach Berlin, um Musiktherapie zu studieren und lernt Robert kennen, der bald merkt, dass er auf seine Freundin Acht geben muss. Da waren wir in ein Gespräch ein bisschen vertieft und sie hatte die Straßenlaterne nicht wahrgenommen und ist tatsächlich gegen eine Straßenlaterne gelaufen. Nicht nur, weil sie mit den Gedanken woanders ist, sondern weil sie schon seit ihrer Kindheit manchmal doppelt sieht. Also bin ich immer davon ausgegangen, dass das ganz normal so ist. Und habe das einfach immer so kompensiert. Genau wie die Tatsache, dass sie wenig Kraft hat und sich viel zu oft ausruhen muss. Nach wenigen Monaten bricht sie deshalb ihr Studium ab, folgt ihrem Freund nach Oldenburg. Ein neuer Lebensabschnitt. Die beiden bekommen einen Sohn und heiraten. Sie geht in der neuen Rolle als Mutter auf, gelangt aber an ihre Grenzen. Als Mutter, das war so genau mein Ding, habe ich festgestellt. Und nach 2 Jahren habe ich gemerkt, jetzt ist Ende, ich kann nicht mehr. Kaum ist ihr Sohn in der Kinderkrippe, fällt sie einfach um. Ein richtiger Schlafzwang. Und ein neues Symptom zeigt sich. Alles dreht sich. Sie befürchtet, dass eine Schwindelerkrankung dahinter steckt. Doch nach einigen Tests ist klar, mit ihrem Gleichgewichtssinn ist alles in Ordnung. Gesundheitlich baut sie ab. Ich konnte mich nicht wach halten, ich konnte nicht arbeiten gehen, nicht mehr zurück in die Uni. Das war dann alles nicht mehr möglich. Inzwischen hat sie schon 3 Kinder. Während der 2. Schwangerschaft hatte sie auch noch einen Schwangerschaftsdiabetes, der dann wieder verschwunden ist. Als sie sich mal wieder schwach fühlt, holt ihr Mann das Blutzuckermessgerät raus. Und haben das dann spontan gemessen und haben festgestellt, dass der Blutzucker über 200, 220, 240 gestiegen ist. Um dann Sekunden später auf 30, 20 runterzufallen. Ich hätte gerne noch einen Termin. Erklärt diese Achterbahnfahrt die Erschöpfungssymptome? Sie lässt sich von ihrem Hausarzt auf Diabetes mellitus untersuchen. Doch der kommt nach einem Langzeittest zu einem überraschenden Ergebnis. Der Zuckerwert ist in Ordnung. Also es gab einen Arzt, der tatsächlich mir seine linke Hand versprochen hat, weil er meinte, meine Frau sei gesund. Sprich, das sei alles Einbildung. Nehmen Sie sich mal eine Mutter-Kind-Kur, nehmen Sie sich mal eine Auszeit. Und dann kommt das schon alles wieder hin. Simone Schilling will das nicht glauben und geht zu einem Internisten. Diabetes ist es nicht, aber etwas anderes. Reaktive Hypoglykämie. Bei Stress sinkt ihr Blutzucker. Das könnte auch den Schwindel erklären. Du bist dran.
Doch dann geschieht etwas Unheimliches. Mitten im Spiel, bei bester Stimmung, ein plötzliches Muskelzucken, dann ein Blackout. Unheimliche Anfälle, die ab jetzt regelmäßiger kommen. Wir hatten öfter Situationen, dass meine Frau dann tatsächlich einfach zu Boden gegangen ist, sich nicht mehr halten konnte, dann teilweise sich hinsetzen musste oder kurz weggetreten ist. Aber warum? Da es trotz vieler Arztbesuche noch keine Diagnose gibt, suchen sie selbst nach Informationen. Und nach Experten für die Muskelzuckungen und Lähmungsattacken. Dabei stoßen sie auf ein Muskelzentrum in der Berliner Charité. Auch die Berliner Ärztin hält eine Muskelerkrankung für möglich. Doch die Untersuchungen bleiben ohne Befund. Da schaut sich die Ärztin Simones Gesicht genauer an. Ja. Ist Ihnen das mal aufgefallen, dass das linke Auge eine Schwäche zeigt? Man sah, dass meine Augenlider sehr stark erschöpften plötzlich. Und sie sagte, ja, ich habe eine Ptosis. Also dieses Wort kannte ich bis dahin auch noch nicht. Ptosis bezeichnet das Herabhängen eines oder der beiden oberen Augenlider. Die Ärztin vermutet als Auslöser eine Autoimmunerkrankung, Myasthenia gravis. Dabei ist das Zusammenspiel von Muskeln und Nerven gestört. Was die Muskeln tun sollen, wird ihnen vom Nervensystem übermittelt, mithilfe von Botenstoffen im Blut. Bei körperlicher Belastung sind plötzlich fehlgesteuerte Antikörper den Botenstoffen im Weg. Die Signale kommen nicht mehr an, die Muskeln versagen ihren Dienst. So ließen sich auch die Sehstörungen erklären. Die Doppelbilder sind sicherlich etwas, was in die Myasthenie mit hineingehört. Oft ausgelöst wird die Autoimmunerkrankung durch eine Drüse, die hinter dem Brustbein liegt und in Kindheit und Jugend wichtig für das Immunsystem ist, die Thymusdrüse. Im Erwachsenenalter kann dort ein Thymom, ein Tumor entstehen und möglicherweise Myasthenia gravis auslösen. Doch bei Simone Schilling finden die Ärzte kein Thymom. Und im Blut auch keine Antikörper, die für Myasthenia gravis typisch sind. Was auch nicht ins Bild passt, ist die Unvorhersehbarkeit der Attacken, die ja bei Simone Schilling wie aus dem Nichts einsetzen. Denn bei Myasthenia gravis verkrampfen die Patienten immer nach längerer Belastung. Patienten stehen morgens auf, denen geht's noch ganz gut und im Laufe des Tages wird's immer schlechter. Da die Nachweise fehlen und der Verlauf anders ist, ist Myasthenia gravis vom Tisch. Doch ganz abgehakt ist der Verdacht noch nicht. Simone Schilling erzählt einem neuen Hausarzt davon und von den fehlenden Antikörpern. Der ist neugierig und nimmt die Spur wieder auf. Er sagte dann, ja gut, aber wen wurde ja mal Myasthenia gravis vermutet und fing damit nochmal an. Und das war sehr entscheidend, weil er sagte, ja, nur weil die Antikörper nicht nachweisbar sind, heißt es ja nicht, dass sie nicht Myasthenie haben können. Auch ihre Berliner Ärztin denkt in diese Richtung. Denn es gibt eine sehr seltene, angeborene Form dieser Muskelschwäche. Und die ist nicht durch Antikörper bedingt, sondern genetisch. Ob sie daran leidet, soll eine aufwendige genetische Untersuchung zeigen. Es wird einige Wochen dauern, bis die Ergebnisse da sind. Und in dieser Zeit passiert es wieder. Nach dem Familieneinkauf bricht Simone Schilling zusammen, ist nicht mehr ansprechbar. Die Symptome sind noch schockierender als bisher. Helfen! Soll ich den Krankenwagen rufen? Mein ganzer Körper war gelähmt. Also ich konnte nur meine Augen bewegen und sonst gar nichts. Ich konnte nicht sprechen, keinen Ton von mir geben und lag da und wusste nicht, was mit mir passiert. Ein Albtraum. Doch wie immer verschwinden auch diesmal die Lähmungen von selbst. Im schlimmsten Falle war meine Frau 2-3 Stunden völlig außer Gefecht, dass sie im Bett dann sich hinlegen musste, beziehungsweise ich sie hinbringen musste. Und dass sie dann wie ja, steif oder wie regungslos, wie bewusstlos dann teilweise dagelegen hat. So kann das nicht weitergehen. Ein Termin in der Neurologie eines Oldenburger Krankenhauses. Der Arzt dort ist besorgt. Sie hätten ja an der Atemlähmung versterben können. Tatsächlich hat er in dem Moment dann entschieden, okay, Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Auch der Neurologe vermutet eine Muskelkrankheit. Sie soll gleich in der Klinik bleiben. Doch dann übernimmt der Chefarzt und der ist von dem Verdacht nicht überzeugt. Wie kann das sein? Also
ich habe hier Lähmungsattacken, ihr Kollege weist mich ein und sie nehmen das nicht ernst, wie kann das passieren? Und dann hörte er plötzlich hin und schien irgendwie mich mehrere Fragen zu stellen, als würde er so einen Leitfaden durchgehen. Ein Schlafzwang von Kindheit an. Die Kraftlosigkeit, die Doppelbilder, die spontanen Aussetzer mit Lähmungserscheinungen. Mit einem Mal hat der Chefarzt einen anderen Verdacht. Vielleicht leidet sie ja an einer seltenen Schlafkrankheit. Eine Spezialistin in Leer soll das abklären. Simone Schilling ist verunsichert. Ich habe bis zur letzten Minute gesagt, nö, will ich nichts von wissen. Ich habe mich auch nicht drüber informiert. Ich wollte gar, also für mich war das einfach zu viel. Das kann man nicht alles wegstecken. Dann kommt das Ergebnis der genetischen Untersuchungen aus Berlin. Mit einer Bestätigung. Simone Schilling leidet tatsächlich an einer vererbbaren Form der Muskelschwäche, einem Myasthenensyndrom. Die gute Nachricht? Es gibt ein Medikament, das das Zusammenspiel zwischen Nerven und Muskeln verbessern kann. Das habe ich dann genommen und hatte wirklich erstmals wieder Treppen steigen können, ohne dass mein Mann mich stützen musste. Endlich eine Erklärung, sogar ein Medikament. Soll sie jetzt noch zur Schlafspezialistin? Schließlich geht es ihr ja besser. Aber einige Symptome passen nicht zum Myasthenensyndrom. Es hatte sich für mich allerdings nie erklärt, warum ich diese schweren Lähmungsattacken hatte. Und dann sagte ich nur so, ja, was soll's. Ich meine, jetzt haben wir den Termin, den nehme ich jetzt einfach auch noch mit. Hallo. Die Neurologin Silvia Koterba leitet das Schlaflabor und weiß von der Vordiagnose Myasthenes-Syndrom. Aber auch vom Verdacht auf eine Schlafkrankheit. Wir haben hier einmal eine Muskelproblematik und das andere sind plötzliche Einschlafprobleme. Also sozusagen, ich kann mich nicht mehr erwehren, gerade wenn es monoton wird, ich schlafe ein. Silvia Koterba erkundigt sich eingehend nach Simones Kindheit und Jugend. Und die erzählt, dass sie sich früher in der Schule immer wieder auf die Toilette mogelte. Nein, ich bin nicht müde, ich muss nur noch mal. Damit sie im Unterricht nicht ständig einschläft. Immer mehr fällt Simone Schilling ein. Für die Schlafspezialistin sind das entscheidende Informationen. Das sind typische Strategien. Wenn ich dann schlafen muss, dann mag ich das ja nicht in der Gesellschaft und ich mag das ja auch nicht plötzlich in der Schule machen. Im Schlaflabor werden Muskeltonus, Gehirnströme und Augenbewegungen gemessen. Silvia Koterba registriert eine extrem schnelle Einschlafzeit. Der Beleg für ihren Verdacht. Aber was löst ihre Lähmungsattacken aus? Die Schlafkrankheit oder die Muskelerkrankung? Auf dem Ergometer ist Simone Schilling sofort fix und fertig. Es war eigentlich viel zu schnell für eine Muskelerkrankung. Dann muss es die Schlafkrankheit sein. Alles hat mit dem Schlaf-Wach-Rhythmus zu tun. Der wird durch einen Botenstoff im Gehirn gesteuert. Hypokretin. Als Folge eines ungeklärten Autoimmunprozesses lässt die Produktion plötzlich nach. Ihr Gehirn gerät durcheinander, schaltet auf Schlafmodus und lähmt die Muskeln. Der Name der seltenen Schlafkrankheit: Narkolepsie. Auch die heftigen spontanen Lähmungserscheinungen passen dazu. Schatz? Bei ihr ist die Krankheit so heftig ausgeprägt, dass der Spannungszustand der Muskeln komplett verloren geht und sie vollkommen zusammensackt. Ein Phänomen, das die Ärzte als Kataplexie bezeichnen. Als Folge von extremem Hypokretinmangel und verstärkt durch plötzliche Emotionen. Daher der frühere Name Lachschlag. Alles okay, Mama? Sie lachen und fallen um, ne? Alles Weitere sehen wir später. Diese zweite Diagnose heißt Narkolepsie mit Kataplexie. Und die ist bewiesen, wenn ein ganz bestimmtes Medikament wirkt. Was dann passiert, erscheint Simone Schilling wie ein Wunder. Ich bin dann halt raus auf die Terrasse und sah draußen plötzlich die Welt. Ich war hellwach, ganz klar fokussiert und wie ausgewechselt. Wirklich eine überglückliche Patientin, die sagt, das geht jetzt alles und ich werde ja gar nicht müde. Und was ist hier los? Und dann aber auch alles machen wollte. Ne? Jetzt probiere ich mal alles aus. Myasthenes-Syndrom plus Narkolepsie mit Kataplexie ist selten, wie ein Sechser im Lotto. Simone Schilling wird sich zwar weiter schonen müssen, aber sie kann die Krankheiten mit Medikamenten in Schach halten. Endlich kann sie das Leben mit ihrer Familie wieder genießen.